Hallo und herzlich willkommen hier bei GameTestiker.de. Ich bin immer noch euer Max und willkommen in Woche 7 der GTHD Community Franchise mit dem ersten Spiel der Arizona Cardinals bei den LA Rams im alten neuen Stadion. Die Rams starten sofort mit einem Screen. Gurley ja immer noch verletzt. Kann aber gestoppt werden. Und dann müssen sie über Brown laufen, die Nummer 34. Und das sieht schon sehr gut aus für die ersten Punkte. Aber Pat P. kommt von der Seite angeflogen und kann ihn noch an der 3-Yard-Linie stoppen. Die Rams schaffen es nicht in die Endzone. Und so, dank Pat P., bleiben sie bei einem Field Goal. Nein, nicht mal bei einem Field Goal. Es reicht nicht für 3 Punkte. Und damit sind die Cardinals im Ballbesitz. David Johnson mit dem ersten Lauf für 16 Yards. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Carson Palmer an der Center. Das ist nichts. Scramblen ist nicht seine Stärke. Das muss man sagen. Dritter und 1 jetzt hier. Schön gesehen auf die Drag. Niklas, der Tight End, kann gerade noch so gestoppt werden. Jetzt sehen wir die Cross-Strikes aus der Pistol Formation. Sehr beliebt in der Liga, sieht man immer wieder. Palmer lässt sich sehr weit zurückfallen. Also eigentlich nichts frei. Er wirft einfach. Und das ist ein Touchdown. Sehr gewagt. Der war eigentlich gut gedeckt. Aber naja, das reicht für die ersten Punkte im Spiel für die Cardinals. Und gleich im Gegenzug wirft Jared Goff die erste Interception des Spiels. Gut gedeckt, kann man nichts machen. Und damit die Cardinals wieder im Ballbesitz. Palmer wieder weit zurückfallen auf den Tight End. Reicht für einen neuen ersten Versuch. Jetzt dritter und Goal, jetzt muss es passen oder es wird nur ein Field Goal. In Motion der Running Back. Schön auf die Drag. Auf den nächsten Tight End. Und damit stehen die Cardinals bei 14-0 und die Rams schon wieder bei 3. und 7. Sehen wir schon eine Tendenz, in die das geht. Goff hat viel Zeit, sieht den Blitz nicht kommen. Und da ist der Sack da. 2. und 7, nachdem wir ein paar Punts getauscht haben. Goff lässt sich zurückfallen. Schön gesehen gegen die Cover 3. Cody Kessler ist es. Wieso ist Goff? Goff ist verletzt, höre ich gerade vom Co-Kommentator. Das ist natürlich Mist. Da muss Cody Kessler ran. Das könnte erklären, warum es hier nicht so richtig läuft. Das ist uns noch gar nicht aufgefallen. Schwierig. Damit sind der Top-Starter auf Running Back und Starting Quarterback verletzt. Schwierig für die Rams natürlich. Palmer versucht zu scramblen. Das ist immer noch nicht seine Stärke. Das hat sich innerhalb der letzten 10 Minuten nicht geändert. Aber 2. und 18. Mal gucken, was die Cardinals draus machen. Schöne Play-Action. Er läuft aus. Under Pressure im Laufen. Das war glücklich, dass der überhaupt angekommen ist. Aber er ist angekommen. Muss man so hinnehmen. 1 Minute vor Halbzeit nehmen sie noch das Timeout. Bewegen sich Richtung Red Zone. 15 Sekunden. Die Post nach außen ist offen. Toe Drag. Swag Catch. 7 Sekunden noch. Schafft er es. David Johnson kann sich durchtanken. Fällt fast hin. Damit steht es 21-0. Und es ist schon relativ deutlich für die Cardinals wieder. Und sie sind auch noch im Ballbesitz. Toss zur Seite. Johnson. Erster Miss-Tackle. Zweiter Miss-Tackle. Und dritter Miss-Tackle. Damit ist Johnson durch. An der 10, an der 5. In der Endzone. Lässt sich feiern. 28-0. Kann hier vielleicht doch noch was passieren? Können die Rams zurückkommen? Wieder viel Zeit. Schöne Route gegen den Blitz. Schön. Sehr schön. Sie können es doch. Und sie können sich zurecht feiern lassen. Die Cardinals bleiben beim Toss, was einmal so gut funktioniert hat. Die Rams stehen völlig zu nah an der Linie, an der Line of Scrimmage. Oder lässt er sich schon zu früh feiern? Muss das sein in so einer Liga? Schwierig. Gerade bei so einer Führung. Aber im nächsten Abschnitt können die Cardinals nicht übers Feld kommen, müssen punten. Und die Rams, Punt Return. Da ist der Ersten stehen. Schöner Juke. Und Sammy Watkins läuft. Und das reicht. Wunderschön ausgetanzt. Miss-Tackle des Users. Sehr schön. Sammy Watkins zeigt, was er kann. Der Neuzugang. Erinnere ich an NFL. Keine wahnsinnig gute Saison gespielt. Mal sehen, ob es nächstes Jahr mit seinem neuen Mega-Vertrag besser läuft.
David Jones wieder mit dem Ball in der Hand und kann sich weiter durchtanken. Wird Spieler der Woche werden, so viel kann man schon vorher wegnehmen. Am Anfang lief es nicht ganz so gut, aber dann wies die Rams Defense doch relativ große Lücken gegen den Lauf auf. Gerade bei so einem Rückstand ist es ja okay. Und jetzt 25 Sekunden vor Schluss. Nochmal ein schöner Touchdown. Ah, die Rams können es. Sie verlieren das Spiel aber mit 29-48 zu Hause gegen die Arizona Cardinals im Division-internen Duell. Das könnte schon ein Wink Richtung Playoffs sein. Müsste man mal gucken. Die Cardinals solide gespielt. Der Defense ein bisschen eintönig. 2-3 Spielzüge quasi komplett das ganze Spiel gespielt. Vielleicht kann man da in den nächsten Spielen ein bisschen mehr erwarten vom Defensive Coordinator, dass man das einfach ein bisschen ausbauen kann. Die Rams schlagen im vierten Viertel, wie ihr seht, eigentlich erst richtig zu. Hätten sie das ein bisschen eher gemacht. Ein paar glückliche Entscheidungen von Palmer waren dabei, so gerade gescrambelte Sachen aus dem Lauf, under pressure geworfen, auch der Touchdown. Na, kann das Spiel einfach auch anders ausgehen. Aber David Johnson läuft es hier quasi für die Cardinals nach Hause. Und die Fans in LA sehen eine Niederlage und sind nicht so sehr erfreut über den Stand der Saison. Mal gucken, wie es da weitergeht. Das zweite Spiel diese Woche ist das Spiel von Rafas Denver Broncos gegen die LA Chargers. Quasi die Revanche zum ersten Spieltag, als der gute Rafa deutlich geführt hat, aber nach der Halbzeit irgendwie sein Spiel nicht mehr gefunden hat und dann ganz schön auf die Mütze bekommen hat von den Chargers. Das will er natürlich diese Woche besser machen. Er ist gut vorbereitet und wir sind natürlich ein bisschen biased, sagt der Amerikaner. Wir hoffen einfach mal, dass die Broncos hier was reißen. Es geht los mit einer Play-Action von Rivers. Eine Post-Route nach außen. Reicht nicht ganz für einen Touchdown, aber wir sind immer noch in der Red Zone. Ah, die Chargers. Pass. Versucht einen Pass. Das kann auch mal ganz schnell eine Interception sein. Aber es reicht nicht und die Chargers müssen hier 3 Punkte mitnehmen. Zu mehr reicht es in diesem Spielzug nicht. Mal gucken, was die Broncos in ihrer ersten Possession machen können. Ah, Big Wheel im Laufen under pressure, aber hat Smith gut angebracht, der Game Manager Alex Smith. Er dafür bekannt, ein Spiel gut lesen zu können. Wir bleiben beim Halfback Wheel, so wie es aussieht, aus Singleback Tight Slots. Und der ist nicht offen. Getippt. Und da ist die erste Interception. Schade. Und es wird sogar. Wird das ein Pick 6? Ach man, nein. Ach, schade. Es reicht zum Pick 6, aber Rafa versucht zu kontern, trotz 10-0 Rückstand von hinten zu spielen. Ist halt immer relativ schwierig, das werdet ihr alle gut kennen. Wenn man einmal hinten liegt, auch wenn es hier 7 Minuten Quarter sind, ist es nicht ganz so einfach. Mal gucken, was passiert. 2. und 6, Halfback Wham, Singleback Deuce Close, Laufspielzug, ja, die Mitte scheint zu sein. Ja, er schiebt die D-Line noch zusammen, aber West... Der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz Running Back kommt ein paar Yards weit und 3. und 2. Jetzt wird's spannend. Schafft er ja den neuen First Down zu erzielen oder muss er vielleicht punten? Sehen wieder Tight End Angle. Das wäre fast die nächste Interception gewesen. Alex, was ist los? Aufwachen, Junge. Nach dem Punt sind die Chargers also wieder im Ballbesitz. Und die sagen sich, Mensch, was die Broncos können, können wir schon lange. Teil in Englisch, spielen wir einfach mal selbst. 3. und 3. Aha, könnte ein Lauf werden. Pass ist nice. Wird eine Play-Action, aber da ist der Druck der D-Line da. Coverage-Sack. Und die Broncos sind wieder im Ballbesitz. Teil in Englisch. Man bleibt dabei. Da ist der Pressure wieder da. Joey Bosa, einer der besten Ends der Liga. Pistenformation. Was wieder die Interception. Mensch, man möchte ihn rütteln, möchte sagen, Alex, aufwachen, es geht um was. Division. Will man noch in die Playoffs kommen, dann muss ja was passieren. Die Chargers können sich nach dem Punt gut befreien. Schöner Lauf. Sind ganz pit close. Play Action. Wieder Coverage Sack. Was sind das für ein Sack Festival heute? Was geht denn hier ab? Aber es reicht nicht zu mehr als ein Field Goal. Es reicht zum 13-0 zwar, aber die Broncos quasi 2 Possession hinten. Jetzt kommt hier der Cover 3 Beater soll das wohl werden. Gucken, ob er dafür genug Zeit hat. Gerade so. Gerade über den User Defender geworfen. Das war wieder sehr eng. Aber es hat geklappt. Vielleicht hat das Smith geholfen aufzuwachen.
Bench-Konzept. Oh, der ist gedeckt, der ist gedeckt. Und Injury Timeout. Ja, das Pech klebt den Broncos an den Haken. Der nächste Ausfall, mal sehen, wie lange. Es trifft irgendwie Rafa besonders hart dieses Jahr, muss man ehrlicherweise sagen. Manche Teams trifft es weniger, andere trifft es härter, wie zum Beispiel die Vikings, bei denen Teddy Bridgewater wochenlang ausgefallen ist. Oder Todd Gurley war verletzt bei den Rams. Die Charger wieder im Ballbesitz. Nachdem die Broncos Punkte erzielt haben. Schöner Lauf gewesen. Es ist noch eine Possession hinten. Rafa bleibt dran vor der Halbzeit. Oh, das hat er natürlich gut gesehen, der Gegner. Und lässt sich dafür auch gebührend feiern. Ach, schade, wieder zwei Possession hinten. Aber noch ist nicht an der Tageabend hier. Coverage Sack. Ach komm, Denver. Auf geht's, auf geht's. Viel zu viel Zeit. Und den spielt er schön nach außen. Ah, die O-Line der Chargers hält irgendwie besser als der Schweizer Käse der Broncos, ne? Schwierig, schwierig. Chargers im Ballbesitz, sie dürfen hier vor der Halbzeit nicht punkten, das wäre wichtig. Dass Denver mit dem Gefühl in die Halbzeit gehen kann, man kann noch was schaffen. Halt dann sehr, 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 sehr lang. Ah, wieder Coverage-Sack. Geht Rivers zu weit aus der Pocket raus. Naja, und das soll es jetzt gewesen sein für diese Halbzeit. Aber die Broncos schaffen es auch in ihrer ersten Possession nicht nach vorne. Und die Chargers stehen schon wieder vor der Endzone, Mensch. Defense, go. Da muss mal was passieren. Oh, viel zu viel Zeit für Rivers. Und dann wirft der Sonnenball. Sie können nicht punkten. Und die Broncos blocken den Kick. Sensationell gemacht. Kann man einfach mal machen. So sind sie wieder im Ballbesitz. Und haben noch alle Chancen. Sehen wieder Halfback Wheel, wieder der Cover-3-Beater. Ah, hat nicht lange genug Zeit, steht wie eine Statue in der Pocket, das darf nicht passieren. Aber komm jetzt, Play-Action. Den schön angetäuschten Lauf, schöne Play-Action, aber wieder Coverage-Sack. Was ist das für ein Käse? Ein Schweizer Käse, löchrig, löchrig, löchrig. Aber auf beiden Seiten. Gut, auf der Seite der Broncos wieder mal mehr, aber da gibt es auch wieder genügend Ausfälle. Das ist halt schwierig in der Liga, das alles immer zu kompensieren. Dritter und 24. Stellt hier einige Routen um, lässt die Play-Action aber da. Und ja, der war weder offen, noch war er im Bounce. Also geht er für das Field Goal. Im vierten Viertel schon ein bisschen geplänkelt zwischendurch. Die Chargers versuchen natürlich den Ball zu laufen. Und er kommt ran auf 10 Punkte. Es bleiben 2 Possessions. Sehr, sehr langes Field Goal, 55 Yards. Kann man mal machen. Aber die Chargers kommen ja auch nicht mehr so richtig voran. In der ersten Halbzeit wirklich gut gepunktet, gut gespielt. Aber jetzt lassen sie sich auch hinten reindrücken. Rafa macht mehr Druck. Kommen ein paar Coverage-Sacks durch, ist noch kein richtiger Blitz da gewesen. Vielleicht wäre das mal eine Variante gewesen. Ist sehr viel, viel zu viel Coverage auf beiden Seiten, muss man ehrlicherweise sagen. Ah, trotz dritter und 21 spielt er den kurz und puntet den. Und lässt Rafa noch die Chance. Ganz mit Close, Power O. Schöner Lauf nach außen, schöner Block vom Mitspieler. Hat aufgehalten, aber es reicht für ein paar gute Yards. Wieder schöne Play-Action. Die Mitte ist frei. Sehr schön gesehen. Schön die beiden Safeties gesplittet und durchgeworfen. Und jetzt sehen wir hier an der 5-Yard-Linie sehen wir den Pitch. Und diesmal geht er gut. Und er ist auf 3 Punkte ran. Jetzt muss er ihn stoppen. Aber schon wieder nur noch 2 Yards. Das geht dann ganz schnell. Und er verendet ihn. Oh, kommt er noch zu Punkten? Die Defense will wieder nicht tackeln, na schade. So verlieren die Broncos knapp mit 17 zu 20. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig knapp. Das hätte ja auch anders ausgehen können. Klar, Interception wurden auf beiden Seiten fallen gelassen. Aber vielleicht mal in der Defense ein bisschen mehr Druck bringen. Haben beide Seiten nicht so richtig gemacht. Die Chargers sind dann ein bisschen eingebrochen, in Anführungsstrichen. Haben gar nichts mehr hingekriegt. Die Broncos nach der Halbzeit besser, quasi umgedrehtes Bild.
Aber es reicht wieder nicht. Man verliert wieder gegen den Division-Rivalen und die Playoffs sollten für die Broncos jetzt leider schon durch sein. Das wird wohl nichts mehr werden. Kann man nur hoffen, dass im Draft, wenn sie hochdraften, eine Verstärkung ziehen, vielleicht die O-Line verstärken. Das wäre ganz wichtig. Und dann kann es mit den Broncos ja auch wieder aufwärts gehen. Die Chargers, immer noch ungeschlagen, marschieren stramm Richtung Playoffs. Sind auf jeden Fall ein Super Bowl-Contender und mal gucken, was sie hier die restliche Saison leisten können. 90 Passing Yards ist halt echt wenig. Average Yards per Play, bei beiden ähnlich. Nur eine Interception im Spiel, waren sie ein bisschen disziplinierter. Okay, ein paar wurden fallen gelassen. Aber das soll es für nie erstmal gewesen sein. Schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse der Woche an. Die Bengals verlieren gegen die Pittsburgh Steelers relativ deutlich mit 14-49. Broncos Chargers haben wir gesehen. Die Patriots zerlegen die Falcons, anders kann man das nicht sagen, mit 41-3. Die Colts in einem sehr knappen Game gegen die Jaguars, das war ein CPU-Game. Flo's Eagles können sich gegen die Redskins durchsetzen, obwohl sie lange hinten gelegen haben, aber irgendwie haben sie dann die Arschbacken zusammengekniffen und der Coach hat mal auf den Tisch gehauen und es hat funktioniert. Die Seahawks verlieren in einem CPU-Spiel gegen die Giants. Die Titans verlieren relativ deutlich gegen Cleveland mit 20-40 und die Bucks schlagen die Bills wahnsinnig eng mit 31-30. Auch das war leider ein CPU-Game. Gab es diese Woche einige, da will ich mich von nicht ausnehmen. Das werden wir gleich auf der nächsten Seite sehen. Die Cardinals schlagen die Rams, das haben wir gesehen. Die Chiefs schlagen die Raiders mit 39-29. Die Cowboys in einem Highscoring-Game. Die 49ers mit 43-30. Die Jets zerlegen im Division-Duell die Dolphins mit 37-16. Und die Panthers in einem nicht ganz so hochscoring, aber relativ eindeutigen Spiel gewinnen gegen die Bears 26-14. Die Ravens schlagen die Vikings mit 24-17, weil Coach Max im Umzug war und seine PlayStation nicht rechtzeitig zum richtigen Termin anschließen konnte. Dankeschön, Vodafone, an dieser Stelle. Aber naja, so haben wir unsere erste Niederlage. Die Ravens nehmen den Sieg natürlich gerne mit. Und das Spiel des Spieltags, von dem wir leider kein Videomaterial hatten, war das Spiel der Saints gegen die Packers. Was deutlich knapper konnte es nicht werden, mit 36-35 nach New Orleans ging. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal ein paar andere Gameplays, nicht nur meine oder Flo's, wie in den letzten Wochen. Das wird sich auch die nächsten Wochen mal wieder durchwechseln, je nachdem, wer Bye-Week hat. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Frohe Ostern, fleißigen Osterhasen. Und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zur Liga. Ein bisschen Matt-Gameplay wird wahrscheinlich auch noch kommen. Jetzt, da mein Umzug durch ist, habe ich auch wieder Zeit, Platz und alles drum und dran. Und dann starten wir gemeinsam den April. Ich bin der Max und ich bin raus.